Maike Krüger. Hallo aus Berlin. Oft ist der Weg das Ziel und das gilt gleich für mehrere Themen in unserer Sendung heute. Der Weg ist das Ziel, im Prinzip auch das Motto für diese Party. In den Wintersportorten in ganz Europa hat gerade die neue Saison begonnen und viele begrüßen sie mit einer Feier. Manche mit einer Massenveranstaltung und großen Stars, andere dagegen kleiner und exklusiver. So wie im mondänen Wintersportort Lech in Österreich. Zum fünften Mal wird dort nicht nur auf dem Berg gefeiert, sondern schon auf dem Weg dorthin. Bevor der Fotograf Christian Tagliavini auf den Auslöser drückt, da ist der größte Teil seiner kreativen Arbeit schon längst erledigt. Der italienische Künstler will mit jedem Bild eine umfangreiche Geschichte erzählen. Und jedes Detail, das er sich dafür ausdenkt, das muss vorher angefertigt werden. Für die Fotoreihe, die zurzeit hier in Berlin ausgestellt wird, da nimmt er die Betrachter mit auf eine Reise in die fantastische Welt des Schriftstellers Jules Verne. Okay. Töff-töff würden wir es wohl hier in Deutschland nennen. Gegen Ende des Jahres kürt das US-amerikanische Time Magazine immer die Person des Jahres. Bis 1999 kürte es nur Männer und auch danach sind Frauen in dieser Liste eher rar gesät. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sorgt aber jetzt für ausgleichende Gerechtigkeit. Wer es auf die Titelseite schafft, der hat nach Meinung der Redaktion die Welt in diesem Jahr maßgeblich verändert, so wie offenbar Frau Merkel. Meist erscheinen die Personen des Jahres mit einem Foto, sie aber wurde gemalt. Und als der Künstler mit ihrem Porträt beauftragt wurde, da wusste er noch nicht einmal, wofür es denn verwendet werden sollte. Kaum ein anderer Ort bringt die Menschen zurzeit wohl so sehr in die richtige Weihnachtsstimmung wie St. Gallen in der Schweiz. Die Stadt ist das ganze Jahr über ein Touristenmagnet, dank der Lage, der Geschichte und auch der Architektur. Aber jetzt im Winter verzaubert St. Gallen eben auf eine ganz besondere Weise. Wir haben uns dort umgeschaut und bringen jetzt spätestens auch Sie in die richtige Weihnachtsstimmung, garantiert. Aber zuerst gibt es etwas Geschichtsunterricht. Ja, so lässt sich die Adventszeit wirklich gut aushalten, aber hier in Berlin auch. Ich möchte mich gar nicht beschweren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut. Tschüss vom Brandenburger Tor.